Guten Tag. Das Licht war gerade so schön hier, deswegen wollte ich das aufnehmen. Ne? Toll. Findel ist gar nicht da. Doch, Findel hat doch. Ich muss das Mikro. So, jetzt hört man mich. Jetzt hört man dich. Hallo, Findel. Hallo. Findel ist irgendwo am Ich Fleischfarm. bin auf dem Berg, Fleischfarm, und zwar mit meinem neuen Bärchen, mit dem Zotti. Zotti? Ja, Genau, du hast den ja noch ein hat Bären. Marandor gezüchtet. Und da ich mir einen dicken, fetten, männlichen Bären gewünscht habe, habe ich den dann geschenkt bekommen. Ja. Und jetzt wollte ich den jetzt mal leveln. Das ist doch gut. Und der ist toll. Ja, ein Bär ist schon nicht schlecht. Weil er alles farmt. Bären und Fleisch und ich habe hier mal, seht ihr ja schon da oben. Ich habe es endlich geschafft, dieses ganze Torgedöns von der Höhle dicht zu kriegen. Sogar ressourcensparend. Das ist nämlich ein Tor hier und eine Brücke. Von oben reingesetzt, nach unten geklappt. Wie ich das immer mache jetzt. Das spart so viele Ressourcen und man kriegt das alles schön dicht. So, Tür zu machen. Das hat Findel angemalt. Schick. Oh, Hilfe! Ich bin tatsächlich ins Loch gefallen. Ja, da ist so ein komisches Loch. Meine Fackel ist weg. Meine Fackel. Da. Seht ihr doch nichts. Also So. zum Bärchen. Am besten, am schnellsten kann man ja mit einem Hund durch die Gegend reiten und fahren. Man bekommt aber relativ viel Fell und Leder und so, also Genau. Pelz und Leder raus. Wenn man Fleisch haben will, nicht so gut und er kann auch nicht so viel tragen. Oder aber mit dem T-Rex. Ah, Der ist apropos T-Rex. allerdings T-Rex-Ei. ziemlich, Ja, der ist so ja, unhandlich. unbändig. Finde ich auch, Genau. der ist so unhandlich. Der Bär kann viel tragen. Der macht ziemlich viel Schaden. Ob der jetzt so viel macht wie ein Wolf, weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt nicht vergleichen. Und er ist schnell. Ja, wenn man mal schnell weg muss und nicht irgendwo gegenrasselt beim Laufen, dann geht das, ne? Da greift mich doch hier an der Burg so ein Tigerchen an. An der Burg. Ja, vor der Burg, da Hallo. Wie groß ist denn ein Bär? 170. mein Bär hatte anfangs Level 180 gehabt und Boah. jetzt hat der, ich glaube, 190. Mal gucken. 192 schon. Er levelt ziemlich schnell, wenn man mit dem über den Berg da rumkämpfen ist. Da waren viele Tiere. Das ist ja auch witzig. Ich habe ganz viel Fleisch. Ja, ich nicht. Ich habe ganze Beeren. Wie habe ich das denn eben gemacht? Hä? Ich konnte auch eben den Futternapf öffnen. Jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Hey. Scheiße. Na gut, kriegt er das alles wieder. Das ist nämlich nicht zu so schwer, da kann ich mich nicht bewegen. Mann, so zur runter. Hä? Hey, Hilfe! So. Oh, toll. Alles nehmen. Alles geben. Ja, nun mach schon. Das ist noch nicht so optimal, ne? Ich nehme mal Fleisch aus dem Futtertrog. Lecker. Ja, das mach mal. Was soll alles? Frisst du jetzt auch aus dem Trog, Oh. wie die wilden Tiere? Der packt sogar die Eier ein und die Töpfchen. Warum? Das mache ich auch immer. Ganz ferkelig. Jo, schmeckt doch schon nicht verkehrt. So. Ey. Und ein paar Beeren kann ja. Sind oben noch Beeren? Ja, ne? Ich habe oben noch nicht geguckt. Ich So. bin gerade erst wieder zurück. Ach Ich bin aber so. in der Burg. Holz.
Stroh. Die. Drücken. Lieder. Blümchen ist voll. Scheiße. So, dann mache ich mal Töpfchen. Ich hatte auch noch ein Stegoei gesammelt. Oh, 23 Stück haben wir schon. Ist doch gut. Soll ich Lotti nach oben bringen? Och, oder brauchst du nicht? Im Moment brauche ich sie nicht. Lass sie ruhig da stehen, da steht sie gut. Es ist nach 10 Uhr, Rita. Es wird Zeit für mich zu gehen. Ich falle hier bestimmt gleich runter. Das wollt ihr bestimmt sehen. Ja. Oh Mann, du. Ja. Was liegt hier denn für Müll? Müll. Ja, Müll. Nee, das brauche ich. Verdorbenes Fleisch brauche ich. Hier könnte auch noch mal Moster und Pettel stehen, ne? Irgendwie. Na, Bär? Oh, hier muss es nicht unbedingt machen, aber ich denke, dass wir einige auf die Tische von unserem Gasthaus stellen als Deko. Ja, das sowieso. Und dann sind die ja in der Nähe. Das ist immer nur Deko, da darf man nicht mit basteln. Nicht? Nee. Das ist immer langweilig. Mal Töpfchen anstößen. So. Haben wir einen Töpfchenschrank? Nee, ne? Ein Töpfchenschrank. Ein Töpfchenschrank ist unten in der Höhle. Ein Töpfchenschrank ist auf der oberen Etage von dem Lagerhaus. Ach so. Ich habe aber auch hier Töpfchen drin. Eigentlich sind wir überall Töpfchen. In dem ersten Schrank oben, wenn du hochkommst, sie leider. Ah ja. Danke. Boah. Das soll doch erstmal reichen, ne? Ja, man weiß ja nie. Ja, willst du die Bären umkommen lassen? Nee. Das lag. Ja. So, wir hatten ja den. Oh ja, ich bin wieder oben. Wir haben ja den Stall umgebaut. Der ist ein bisschen größer, aber das finde ich gut. Finde ich richtig gut. Na, das musste sein. Zeppi steht schon wieder im Weg. Das kann er gut, ne? Ja, das ist grausam. Ich laufe da hin und der schubst mich immer wieder zurück. Hallo! Was passiert hier? Mami. Die sollten das mal so machen, so wie beim Quetzel. Das heißt, wenn man aufsteigt auf den Vogel, dass man nicht gleich in der Luft ist. Das ist natürlich noch aus der Anfangszeit, wo die gar nicht rumlaufen konnten, weißt du noch? Da war es natürlich sofort in der Luft mit den Viechern. Aber inzwischen braucht man das doch nicht. Oder wie? Oder wo? Hier steht Bär rum. Zotti. Das ist meiner. Zotti. So, dann haben wir gebaut. Ist ein bisschen dunkel, ne? Ich mach mal Gamma. So. Brauch ich auch keine Fackel. Das haben wir angefangen hier, ne? Zu bauen. Unsere Gastwirtschaft. Gastwirtschaft. Ich habe hier noch so viel Fleisch mit. Ich weiß nicht, wohin damit. Das bringe ich mal rüber zu Marandor. Jojo.
Papier noch. Du, Fleisch. Ich habe noch eine Idee. Oh, vielleicht passt das ja. Das wäre urig, das mache ich. Wenn ich das darf. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, du darfst du nicht. Du darfst hier gar nichts. Was denn für eine Idee? Ich will das aber. Erzähl doch mal. Nee. Erzähl mal. Doch, ich muss das erzählen. Ich möchte eine Treppe bauen. Erzähl mal. Guck mal. Von hier. Von der Gastwirtschaft. Erzähl jetzt. Hilfe. Hier oben. Ich zeig dir das. Bleib mal da. Du siehst mich gleich. Von der Gastwirtschaft. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Hier hinten. Siehst du mich? Ja. Hier hoch zum Turm. Zu der Plattform da. Ja. Kann ich das machen? Weiß ich nicht, ob du das kannst. Dann könnte man hier so eine kleine Dachterrasse, der ist doof, aber hier eine Tür machen, dass man dann da hochgeht. Das sollte ja das, nicht das Terrasse, nein. Treppenhaus sein. Ja, dass man hier eine Tür macht und dann gleich die Treppe da hoch. Das kann man gut machen. Das finde ich schön. Ja, das bauen mal. Ich bringe mal gerade das Fleisch weg und... Mal gucken, ob wir überhaupt hier Material haben. Das wäre ja blöd, wenn es vergammelt. Das wäre nicht schön. Aber wo ist denn... Also dieses Bärchen musst du unbedingt mal ausprobieren. Ich bin doch schon mit einem anderen Bären. Da wird wohl nicht viel Unterschied sein. Denke ich mal. Ja, warum das alles so langsam ist hier? Das weiß ich auch nicht. Gut, ich meine, was das Programm leistet, ist schon nicht schlecht. Das finde ich schon nicht so verkehrt. Treppi. 5. Ja, scheißen Dreck. Hallo? Ist eben so, kann ich nicht ändern. So. Mal gucken, machen wir eine Tür. Sehen, ob das überhaupt noch funktioniert. Das war ja noch ein ganzer Kühlschrank voll. Das wäre ja blöd, wenn es bei uns vergammelt. Ist er denn da? Bestimmt, nö. Ne? Was? Nö. Echt nicht? Was ist mit ihm los? Ist er sonst immer online? Ja. Ja, vielleicht einkaufen. In Köpen. So. Eine Tür. Guten Tag. Hilfe. Das Problem ist nur, du wirst hier nie reinkommen. Muss ich anders machen. Also eine Tür ist dafür da, dass man rein und raus geht. Ja, aber das geht so nicht. Mal so zur Info. Das funktioniert ja auch, aber du kannst von oben da nicht durchgehen. Kommt das dicke Bärchen durch diese Tür? Oder müsste man das so mal testen? So müsste man das machen. Nee, passt nicht. Hehe. Nicht. Zur Holzwände. Holzwände, hallo. Nur halbe Scheibe. Ach, ich habe ja noch Sachen mit, die bringe ich mal. Ja, ich mach das mal. Weg.
Nicht da. Ah, du mit Töpfchen bist fertig, dann kann ich ja. Toll. Warum musst du eigentlich so rumschweben? Ich meine, ich bin doch viel schwerer eigentlich. Ich dürfte doch nicht einfach hier so runterfallen. Komm, Fenster hin. Ja. Naja. Ich brauche noch ein... drei Stück davon. Das brauche ich nicht. Eine Fensterwand. Eine Fensterwand. Aus Holz. Da. Ich dachte, glaube, du hattest ja... Bärchensattel gelernt, ne? Ich hab ja den Sattel von dem anderen. Ja, Bären, ja, klar, oder? Macht nichts. Den brauchen wir eh nicht. Was ist denn die erste Etage hier oben? Gasthaus. Ja, das ist schon klar. So Schlafräume oder so? Da drüber ist, also unten ist der Keller, dann kommt eben praktisch das Restaurant. Da drüber genau. Kann man Schlafräume machen. Genau. Ich so. Deswegen habe ich jetzt hier hinten mal einfach mal so angefangen, sowas zu machen. So eine Fackel will ich doch nicht. Mach die Fackel aus. Ich will die nicht mehr benutzen. Mach die weg. So, ja. Doof. Muss halt Q drücken. Auch wenn man die gar nicht in der Hand hat. Oder doch? Scheiße. Warum hat er das gemacht? Der soll die durcheinander machen. Es wäre schön, wenn das so Kleinteile geben würde, die du irgendwo ransetzen kannst. Nur zum Ausgleichen, wenn mal was nicht passt oder so. Ja, du brauchst ja einfach nur, dass du die Teile entsprechend verlängern oder verkleinern kannst. Ja. Zumindest ein bisschen. Ja, hier ist leider so ein leichter, so ein Spalt bei der Treppe hier draußen, aber lässt sich halt nicht vermeiden. Weil das alles natürlich nicht ganz passt. Das sind ja die Toleranzen, ne? Aber das andere ist ja, wo das irgendwo alles mal angeschnappt war. Aber wenn ich da noch eine Treppe ransetze, dann hängt die hier in der Wand. Und das will auch keiner. Irgendwie ist das doof. Naja, gut. Kann ich ändern. Vielleicht mit dem Catwalk. Mal gucken, was unsere Bierproduktion macht. Scheiße, das war blöd. Da ist schon ein Bier. Wo ist ein Bier? Ein Bier haben wir schon mal. Ein Bierkrug. Es fehlen Beeren, jede Menge Beeren. Nehme ich nur die Fans von dir schon wieder weg. Ich habe doch Beeren geholt gerade. Ja, für den Futtertrog, aber nicht für Bier. So. Naja, habe ich das so gemacht. Ich habe so eine Catwalk daran gebastelt.
Ja, reicht doch. Ja, das Blöde ist nur, das steht ja ein bisschen über, aber das ist. Könntest du das auch anders machen? Und zwar noch einen Zugang zum Wehrgang vielleicht. Wieso, den hast du doch jetzt. Ach so, ich habe noch gar nicht geguckt, ich bin jetzt hier draußen am Bären holen.